Ja, mächtig hoch dieses Ding. Ah, keine Angst, ich gehe schon wieder ins Querformat über, damit ihr ordentlich etwas seht. Ganz so hoch wie dieses Denkmal ist mein heutiger Begleiter nicht, ein Musikerkollege Manfred Kraft. Und er wird euch jetzt ein bisschen mehr über dieses bemerkenswerte Denkmal am inneren Gürtel im 7. Bezirk, und damit wisst ihr schon, wo ich unterwegs bin, erzählen. Dieses Denkmal befindet sich am Neubaugürtel in der Mitte der beiden Gürtelfahrbahnen und wurde 1909 von Josef Tuch errichtet zum Gedenken an den Sieg 100 Jahre davor in der Schwarzlackenau, heute in der Lobau gelegen, gegen die Napoleon-Truppen. Unser Hesser-Regiment siegte damals, was für Österreich ziemlicher Ehrenpunkt in seiner Geschichte war. Für den Kriegsverlauf innerhalb der napoleonischen Kriege allerdings eher leider unbedeutend. Ja, und bei diesen zwei Rittern an der Ecke Neubaugasse-Burggasse kann man ganz besonders gut für Handarbeiten, Werken und so weiter Material und Werkzeuge einkaufen. Der Industriehof in der Burggasse 58 ist ein späthistorisches Zinshaus in der nordischen Spätgotik und heißt deswegen so, weil früher im Hinterhof Industrie herrschte. Beim Haus zum englischen Gruß weiß mein Begleiter, der Manfred, wieder einiges zu erzählen. Nicht gerade zum Haus, aber der englische Gruß, bekanntermaßen das katholische Ave Maria, gegrüßet seist du Maria, Gebet, ist das Zitat, was der Erzengel damals der Maria überbracht hat. Ja, also Manfred, es stammt eigentlich nicht vom England, sondern vom Engel. Haus Nummer 38 in der Burggasse gibt diese zwei wunderschönen Wappen bzw. Figurengruppen her. Ja, liebe Freunde, wo ein Adler ist, auch ein Hof nicht mehr weit, und den schaue ich mir jetzt mal an. Na, der geht ganz schön weit. Bis zur nächsten Parallelstraße hinauf. Nur wenige Meter weiter, Haus Nummer 32 bis 28. Man bemerke die negative Zählweise hier. Auch nicht immer so. Haben wir auch ein architektonisch sehr interessantes Gebäude. Diese Kuppeln an den Ecken der Gründerzeithäuser wurden ursprünglich eigentlich zur Feuerbeobachtung gedacht und eine Zeit lang vielleicht sogar dafür verwendet. Das ist die Pfarrkirche St. Ulrich am Platzl, wurde sie damals genannt. Am Steilufer des Ottergringer Baches war sie gelegen. Der Ottergringer Bach fließt ja seither unterirdisch unter der Neustiftgasse. Ja, Manfred, und die Symbolik dieser Dreifaltigkeitssäule ist ja auch ganz klar. Sie gehört zu der von dir perfekt beschriebenen Kirche, und dazu gibt es noch einige heiligen Figuren. Das Interessante am 7. Bezirk ist nämlich vor allem die hohe Bausubstanz an erhalten gebliebenen Häusern, sowohl aus der Barockzeit wie dieses hier, als auch an Gründerzeithäusern. Ja, liebe Zuseher, warum denke ich jetzt gerade wohl an Leonardo da Vinci? Na klar, weil da ist da Vinci, sprich wienerische Koseform für Vinzenz. Ja, sag Manfred, woran denkst du, wenn du diese zwei Löwen siehst? Schöne Erinnerungen an meine Grundwehrdienerzeit in der Stiftskaserne unter anderem. Und wo eine Stiftskaserne ist, ist meistens auch eine Stiftskirche nicht weit. Welches Nestre-Theaterstück fällt mir wohl hier ein? Na klar, zu ebener Erde und im ersten Stock. Und auf diesem Balkon würde ich gerne Urlaub auf Balkonien machen. Die Burggasse 19 hält ein kleines Rätsel für euch bereit, und zwar dieses. Ich kann euch aber keine Auflösung bieten. Die Frage ist nur, aus welchem Kulturkreis kommt dieses Figürchen und welchen Beruf hatte er?
Und an der Burggasse 13 beschützt natürlich Maria die Bewohner. Ja, und Haus Burggasse Nummer 11 hält ein heiteres Berufe-Raten für euch bereit. Welchen Berufen gehen diese Putten frei nach Robert Lemke, allerdings zu Kinderarbeit verdonnert, wohl nach? Und hier am Eck Burggasse, Breite Gasse, steht ein Haus, das nicht mal so breit ist wie die Breite Gasse. Es ist nämlich das kleinste Haus von Wien. Und in diesem kleinen Kino im 7. Bezirk, dem Bellaria Kino, wurden früher unvergessene Filme mit unvergessenen Stars gespielt. Mittlerweile hat es leider den Betrieb eingestellt. Das Denkmal der Volksschauspielerin Hansi Niese wurde 1938 von Josef Müllner beim Volkstheater geschaffen. Und gleich daneben wird an Dr. Rudolf Beer, den Direktor des Volkstheaters zur Zeit der Nazi-Machtübernahme in Österreich, gedacht, der dann später allerdings Opfer der Nazi-Schergen wurde. Das ist das Wiener Volkstheater. Im Augenblick präsentiert es sich frisch renoviert. Und leider geschlossen. Unweit des Volkstheaters steht das Denkmal Ferdinand Raimonds, des großen Volksdichters aus der Biedermeierzeit, der unter anderem Der Bauer als Millionär, Der Verschwender oder Der Alpenkönig und Der Menschenfeind geschrieben hat. Sein Denkmal wurde von Franz Vogel 1898 gestaltet. Das nach Plänen von Johann Bernhard Fischer von Erlach erbaute Barockpalais Trautson ist heutzutage, ja, man soll's kaum glauben, Sitz des Justizministeriums. Ja, Manfred, an wen denkst du, wenn du diese Dame hier oben siehst? Ja, ein bisschen an die Dame im New Yorker Hafen, gell, die Freiheitsstatue. Naja, ich glaube, die hat schon ein bisschen mehr an als die da. Naja, so würde sie bei den Amerikanern auch nicht durchgehen. Ja, Amerikaner sind ja besser als Puritaner zu beschreiben. Hast recht. Ja, und diese bewusste Dame schmückt übrigens den Giebel des Hauses Museumstraße Nummer 5. Und gleich neben dem Palais Trautson steht im Weghuberpark das Denkmal des Dichters Anton Wildgans, das 1982 von Ferdinand Welz errichtet wurde. Und direkt gegenüber vom Herrn Wildgans steht ein gewisser Györgyi Bessenyai. Na, war klar, ist sich Ungar. Und wer machte Denkmal für Ungarn, wenn nicht anderes Ungarn, nämlich Tamás Fekete 1997. Ja, und Gott sei Dank lässt sich die Wiener Jugend das Sporteln nicht verdrießen, denn unterhalb des Palais Trautson befindet sich hier ein Fußballkäfig. Erbaut im Jahre, ja, wer halt des Lesens römischer Zahlen kundig ist, 1874. Mit ein bisschen Straßenlärm im Hintergrund, und das Gebäude, um das es sich hier dreht, ist die Mechitaristenkirche in der Neustiftgasse. Ja, Manfred, und wo eine Mechitaristenkirche ist, ist hoffentlich auch eine Mechitaristengasse nicht weit. Und hier steht auch das Geburtshaus eines der Walzerkönige Wiens, Josef Lanner. Übrigens ein Biedermeierhaus, wenn du mich fragst, Manfred. Ganz offensichtlich. Nur wurde gut 100 Jahre danach ein Wiener Lied von Roman Domanik Roll komponiert. Ja, und ob dieser Herr hier einen Vogel hat, vielleicht klärt uns darüber ein Lied auf. Das Denkmal vom lieben Augustin steht am Winkel zwischen Oldenheim.
ein Dudelsack und noch dabei verschmitzt auf einem Wiener, der vor ihm am Anker sitzt. Dieses Mosaik am Haus Neustiftgasse 43 hat historischen Hintergrund. Ich lasse euch mal 2 Sekunden raten, aber dann müsst ihr die Antwort wissen. Eh klar, wie der Mondler sagen würde, Türkenbelagerung. Und wenn die Tierpfleger in Schönbrunn einen ihrer Schützlinge suchen sollten, ihr wisst jetzt, wo er zu finden sein könnte. Zwischendurch mal was für die Weidmänner unter meinen Zusehern. Der goldene Hirsch in der Neustiftgasse 64. Dieses Mosaik findet sich an der Neustiftgasse 89 bis 91. Sehr sinnvoll, am Dach eines Gebäudes oben hinzuschreiben. Wer käme auf die Idee, dass dort unten ist? Allerdings die Frage ist, welches Gebäude ist das? Und gehört es wirklich noch eindeutig zum 7. Bezirk oder doch schon zum 15.? Egal, es ist die Wiener Hauptbibliothek. Ja, Manfred, da haben wir jetzt noch so zum Abschluss unserer heutigen Tour ein ganz merkwürdiges Wort. Kannst du mir das mal vorlesen? Echoce, wenn es italienisch sein soll, Echoce. Naja, es ist ein Palindrom. Ich würde sagen, man kann es von vorn und hinten lesen. Würde ich auch sagen, und da fällt mir ein, in dem Wort gibt es sowohl ein CH als auch ein HC. Und so wie HC aus der Politik verabschieden wir uns jetzt von diesem Stadtspaziergang. Gute Idee.